Rebellis Corona is a vital anchorage, serving as the Imperial Navy's primary base in the Segmentum Obscurus. Over the millennia, its importance has only grown, and it now acts as the Imperium's administrative capital for the entire Segmentum. In the prelude of the 13th Black Crusade, the arch-traitor Typhus descended on Bellus Corona, spreading a devastating contagion named in whispers as the Plague of Unbelief. Despite Typhus' assault and the loss of billions of lives, the Sector held firm. But in recent days, psykers stationed in Bellus Corona have suffered total collapse, their minds torn asunder by some strange and terrible shadow moving through the Immaterium. This can only bode ill. Ich glaube, sie sind schon tot. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Battlefleet Gothic Armada 2 mit der Imperialen Armee, mit den Menschen besser gesagt. Wir haben ja auch Space Marines und das Adeptus Mechanicus ist ja auch dabei. So, ich bin jetzt mal von hinten quasi, von hier. Na, da. Nemesis Teressa in Bellis Corona eingetreten. Ich habe nur eine Runde weitergespielt, da ist nichts passiert. So, können wir irgendwas hier machen? Kardinalswelt, Festung, kleine Werft. So, machen wir mal. Und wir können hier mal eine Station hinpacken. Gleich mal ein bisschen ausrüsten. Makropolwelt machen wir auch mal. So. Jetzt habe ich wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Wo ist denn unsere Flotte? Der war auf dem Weg wahrscheinlich, aber nicht nach oben, oder? Macht das Sinn jetzt von... Nee, macht keinen Sinn. Der muss... darüber. In drei Zügen hat der Space Wolf aber auch schon alles gemacht, was er machen kann. So, haben wir irgendwas feindlicher Kontakt? Ich gucke gerade nur, ob wir irgendwie demnächst Angriffe hier im Agrippina-Sektor oder so bekommen. Bekommen wir wohl nicht. Das heißt, wir sind hier hinten aktiv. Ja, da sind sie. Wir hätten jetzt hier die Mission. Ich weiß aber nicht, was da passiert in dieser Mission. Schiffe sind eigentlich nicht fällig. Fertig. Wir könnten auch die Mission erstmal beiseite lassen und hier versuchen, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Necrons sind zwei Runden. Soll er mal kommen? Ich glaube, das machen wir, oder? Scheiß auf die Mission. Wir haben dort einen Bellis Corona, einen Sondereinsatz. Ich würde sagen, wir machen mal hier die beiden Sektoren, holen wir uns. Wir machen hier den Gegenangriff. Und vielleicht holen wir uns das hier auch nochmal. Weil nicht, dass wir zu schnell expandieren. Hier mache ich mal Autoschlacht. Und dann wieder überall Fronten haben, die wir nicht haben wollen. Außerdem brauchen wir Punkte, genau für sowas. Damit wir jetzt endlich Panzerkreuzer oder so bauen können. Das ist natürlich auch super. Und wir können uns hier noch vielleicht verbessern. Straptor-Überladung. Noch mehr Leute. Was haben wir hier? Abklingszeit gilt für alle Schiffe. Deck. Linienschiffe und Eskortschiffe kriegen mehr. Ist auch nicht schlecht. Mehr Panzerung, zwar 2%. Haben oder nicht haben.
Befehlsfähigkeiten. Ich nehme das jetzt einfach mal. So, dann können wir nämlich hier den Sektor nämlich auch gleich bereinigen. Dann braucht er nämlich hier Verstärkung. Also sind alle leicht beschädigt. Runde haben wir noch nicht weitergemacht. Machen wir mal. Da ja kaum Gegner sind, also wir haben Gegner nur in zwei Sektoren, dürfte ja nicht so viel passieren. Ja, kannst gleich angreifen. Der kommt noch nicht ganz an. Agrarwelt, lasse ich erstmal in Ruhe. Parieren wir und dann geht es ja auch gleich weiter. Puh. Eigentlich könnte man die auch machen. Komm, machen wir auch Autoschlacht. So, dann könnte man hier mich auch schon sicherheitshalber oder zur Not dann das machen. Aber ich würde hier warten, bis der nächste kommt. Und dann nehmen wir die auch nochmal ein. Dann haben wir schon fast den kompletten Sektor. So, was geht uns als nächstes auf den Sack? Ah ja, die Necrons kommen ja, habe ich ganz vergessen. Lysander. Lysander brauchen wir um neue Schiffe, ne? Na? Oh, Lysander kann sich hier so einen schönen großen... nochmal so einen zweiten Pott gönnen. Ja, kriegt er. Vielleicht auch irgendwas Leichteres. Kriegt er auch. Dann haben wir kein Geld mehr. Okay. So, dann greifen wir da mal das Chaos an. Ja, die Schlacht machen wir aber jetzt mal. Und zwar mal nur Autoschlacht. Aber wir sind schon mal weit gekommen. Wir haben ja schon ein paar Sachen eingenommen. Und vielleicht kann man dann halt, ja, wenn man dann gleich noch die gegen die Orks gewinnen, so in zwei, drei Runden da eine Mission machen. Velis Corona sieht ja auch schon mal gut aus. Ich hoffe, ich habe eine Nova-Kanone dabei. Ich liebe ja die Nova-Kanone. Ich habe das an den Symbolen nicht gesehen. Was mich immer so sehr stört. We serve. Coordinates acknowledged. Altbewährte Taktik. Engage engine red lines. Sollen Sie ruhig wissen, wo wir sind. Wir verstecken uns nicht. Machine Spirit appeased. Calculating vectors. We wait your command. Setting course.
Transition begann. Spulen wir mal ein bisschen vor. 3 feindliche Signale, ist nicht viel. So, wieder für alle. Ich denke mal, frontal wird das. Werden die alle kommen. Oh, ihr könnt euch ja hier schon so aufstellen. Optimal course set. Rouse the engines. Aye, Admiral. Haben sich gerammt oder warum hat er gerade was verloren? Changing course. We are ready to serve. Ja, der muss näher ran, der Freund. Enemy sighted. Your orders. Feuer. Engaging engines. Ship ready. Na los, bleibt da drin. State your order. Ah, hau mal ab. We wait your command. Heading acknowledged. Receiving your order. Und Truppen rüber, Truppen rüber. State your order. Hau ab. Legio Cybernetica have boarded the enemy. Machine spirits nearing dissipation. Erstmal entkommen. Approaching full function. Boarding teams have crippled the enemy. We serve. Boarding teams have crippled the enemy. Ah, ich glaube, der hat ein Problem, der Große. Zehn Truppen sind drüben. Der hat doch keine Chance mehr, ey. Aye, Admiral. Severe damage to the corrupted machine. Los, fliegt rein da. Qatari assault successful. Da ist auch noch einer. Our borders have caused internal damage. So, auf den nächsten da. Boarding teams have crippled the enemy. Meuterei. Keine Truppen mehr, aber trotzdem zerstören das Schiff. Keine Gnade. Wunderbar. Dann komm du mal zurück. Und ihr weiter in die Richtung. Your orders? Da ist noch einer. Hau mal ab da. Ich wollte ihn nicht alleine lassen. Das kannst du drehen. Hat er den gesehen? We wait your command. Ruhig da ranfliegen. Course engaged. Wollen wir ihn da einfach mal rausholen? Der wird sich gleich bewegen. We wait your command. Fury Interceptors in flight. Der bewegt sich nicht. Er kann ihn komischerweise sehen. Die anderen irgendwie nicht. Aber gleich ist er ja da. Gleich sehen wir ihn ja. Enemy sighted. Feuer frei. Ich überlege gerade. Ah, dreh dich noch ein bisschen. Ich weiter. Force engaged.
We serve. Genau, auch erstmal auf den Großen. Shark assault boats on their way. Und rüber da. To serve the Omnisire. Ach, ich glaube, ihr kriegt das schon hin. Our borders have caused internal damage. Ship ready. So, machen wir gleich den da. Ihr kümmert euch um ihmchen. Your orders? So, Frontbewaffnung, Feuer. Target locked in. Shark assault boats on their way. Aye, Admiral. Ah, der lebt noch? Weiter auf die nächste Plattform. Aye, Admiral. Engaging target. Ruf zu den Waffen. Weiter. Ah, er ist wieder im Nebel. Your orders? Understood. Habt ihr noch irgendwelche Einheiten, die zum Aufklären da benutzt werden können? Oh, Generator ist beschädigt. Scheiße. Dann hau mal ab da. Super. Das war's. Attacke. Changing course. Oh, keine Lust mehr, zu lange zu warten. Receiving your order. We serve. Heading acknowledged. Und Torpedospaß los. Ah, schade, hat nicht komplett gereicht. Ship ready. Enemy defense platform destroyed. Super, jetzt haben wir's. Ja, ist schon scheiße, wenn man kein Linien- oder Escortschiff hat, was einen mal die Gegner aufklärt. Da muss man mit den dicken Pötten hin und das dauert halt ein bisschen länger. Aber wir haben es hier hingekriegt. Keine nennenswerte Verluste, nur ein bisschen alles angeschossen. Das geht ja. Gut, das haben wir auch. Dann warten wir mal gleich auf den Necron.
Ja, der rüstet extrem auf. Ich glaube, die Schlacht können wir auch Autoschlacht machen. Sollte eigentlich hier keinen großen... Genau. Kein Erfolg für die Necrons. So, wollen wir uns gleich die da holen? Ach, da kommen wir. Ich würde sagen, gehen wir eine Reihe rum, ne? Schalten wir das mal frei. Hat der Nova-Kanon? Kommt aber auch noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, da kriegen wir noch eine andere Runde hin. Warte mal. Zack. Zack. Und zack. Ach, den lassen wir nochmal da. Können wir hier vielleicht die Basis kaufen? Nein, können wir nicht. Können wir ein bisschen was aufwerten, damit das vielleicht geht. Fabrikwelt klingt nach Geld. Mine, boah, machen wir auch. 12%, ein bisschen Prozent mehr auf alles andere. So, ein bisschen Geld rausgehauen. Rennsnor. Schifffriedhof. Mann, oh Mann. Erhöht die Necron-Bedrohung im Sektor. Das erhöht die Tyranniden im Sektor um 1. Es sei denn, eine ihrer Flotten ist im System stationiert. Okay. Machen wir Autoschlacht. Ich gehe mal auf Schlacht. 1000, 2000. 1000 können wir ins Feld führen. Das heißt, die haben gleich alles da. Ach komm, die Schlacht machen wir auch nochmal. Da müssen nur noch der Ork dran glauben. Die Necrons. Auf der linken Seite, die unteren, heben wir uns nochmal auf. Und dann können wir dann die Mission machen. Also, das wird nicht lange dauern. Weil jedes Mal, wenn wir eine Mission gemacht haben, kam ja quasi ein neuer Sektor auf. Und wenn wir jetzt die beiden Missionen machen, dann vielleicht noch zwei neue Sektoren kommen, dann haben wir zu viele Fronten. So habe ich das gerade lieben gelernt. So, wir müssen erobern. Das ist natürlich scheiße. Und wir haben nur große Pötte. Kann ich die aufteilen? Ah, da ist was. Da ist die Station. Da ist nichts. Die Space Marines holen sich da den ersten Punkt. Und die Imperialen gehen gleich weiter. Repositioning! Hier hin. Maximum Burn! The enemy has seized a strategic area. Hier dahin. Full speed. Und normal. Standard speed engaged. Drei feindliche Schiffe, wenn ich das sehe. Ich sehe, ja. Where shall we strike? Ah, bleibt mal lieber da, wo ihr seid. Advance! You have seized a strategic area. Okay. The enemy has seized a strategic area. Gut, dann dürft ihr weiter kämpfen.
Holt ihr euch schon mal? The enemy has seized a strategic area. Ich hoffe, die greifen mit ihren Schiffen einzeln an. Das wäre echt schön. Alter, hat der auf mein Schiff geschossen oder haben wir gerade geschossen? Ne, wir haben, glaube ich, geschossen. Show us the enemy. Feuer frei. Oh, da kommen sie schon. We serve. We wait your command. Burn retros. Und das dürfte vielleicht der erste Squadship gewesen sein. Sagt, das ist weg. Enemy sighted. Oh, du Schitte. Hier greifen sie ganz gut an. We serve. Haben wir jemanden, der quasi... Impossible, Admiral! Und los, Feuer! Oder auf die Kleinen erstmal. Achso, ihr habt hier auch Spaß. Holt euch den da. Shark Assault, boats on their way! I am listening! Ah, jetzt ist der andere getarnt, ey. Aye, Admiral. Dann alle auf ihmchen hier. Cruising speed set. Maximum burn. Ah, können wir mal ran? Cruising speed set. Impossible, Admiral. Na, der kann nicht. Der hat leichten Schaden. Okay. We serve. Scheiße, der hat schon schweren Schaden zugenommen. Kommt mal hierher. Underway. Ship ready. Shark assault boats on their way. Enemy sighted. Your orders. Hallo, ist auf den Kleiner, der nervt. So. Your orders. Das ist eine dicke Wumme. We stand ready. Enemy defense platform. Los, aufklären. Give us purpose. Space Marine rüber. Launch Thunderhawks. It will be destroyed. Und the Feuer. Enemy has accumulated 25% of strategic points. Ship ready. So, Frontbewaffnung. Los, auf die Station, target. Verdammt. Critical damage. Nee, den kriegen wir leider nicht. Boarding successful. Hier. Seitlich beschießen. Enter drücken rüber. Boats on their way. Haben wir nur vier Schiffe? Oh, da ist noch einer. Where shall we strike? Obliterate that target. Ah, ich wollte noch an der Station wegbleiben. We wait your command. You have accumulated 25% of strategic points. Targeting enemy vessel. Reparatur los. Hier.
so richtig nah ran ist, glaube ich, ne? Launch Thunderhawks! Setting course. Rüber. I am listening. Reporting successful boarding action. Super, Antrieb ist im Arsch. We stand ready. Hold course. Und Nahkämpfer rüber. Show us the enemy. Oh, die brauchen Verstärkung. Da schicken wir auch mal Truppen rüber wieder. Und rüber. Thunderhawk auch ruhig rüber. Ah, die schießen schon meine Schiffe zu Klump hier. Ah, die Chaos sollte man echt auf kurze, nicht auf kurze Distanz so angreifen, aber. Ship ready. Ah, ist auch alles im Arsch. Our wrath cannot be denied. Okay. Boarding teams have crippled the enemy. Na, haben wir den einen endlich? Your orders? Weiter drauf schießen. Der darf nicht wieder. Target locked in. Er muss sterben. War Ship keiner ready. Von mir, okay. Spring mal weg. So, ihr dürft jetzt auf ihn da schießen. Where shall we strike? Wunderbar. You have accumulated 50% of strategic points. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Haben wir noch einen Anti? Nochmal ein Geschwader rausschicken, damit hier unser Schiff geschützt wird, aber schon zu spät, die sind schon drauf. Du musst mal ein bisschen näher rankommen, mein Freund. Gib mal Gas. We serve. Nur Frontbewaffnung. We stand ready. Halt. Halt, advance! Your orders? So, jetzt nehmen wir die Station auseinander. Give us purpose. Burn retros. Ship ready. Standard speed engaged. Oh, noch nicht ganz in Reichweite. Engaging engines. So, die Nova-Kanone haben wir, du nicht. Eins, zwei. You have seized a strategic area. So, ihr dürft jetzt wieder fliegen. Standard speed engaged. So, ich würde sagen, erstmal alle Front da, Feuer. Nova Kanone 1. Nova Kanone 2. Dann haben wir noch Plasmabombe. Da ist noch nicht ganz da. So. Was haben wir noch so Lustiges? Enter Torpedos. Zack, zack. Plasmabombe in Reichweite. We wait your command. So, Bombergeschwader, rauf da. Loaded and set. Seitlich beschießen. I am listening. So, auch seitlich, wunderbar. Auch seitlich. Ah, die Schilder haben sie schon schnell nachgeladen, muss man echt sagen. Aber schön Waffen beschädigt, das ist richtig. Hat ja noch 18 Stück, das ist das Sackgesicht. So, komm mal näher ran da, komm mal näher ran. Es tut zwar weh, es tut mir leid, aber wenn wir näher rankommen, können wir Truppen draufballern.
So, Schutzschild ist down. We serve. Und rüber mit den Truppen. Komm mal näher ran. Engaging engines. Boarding caused critical damage. Boarding successful. So, du bist einfach zu weit weg. Our borders have caused internal damage. So, du hast keine Kanone mehr. Komm näher ran. Heading acknowledged. So, wie sieht's mit dir aus? Nova Action. Reporting successful boarding action. Komm, dreh dich. Hau mal einen Bomber drauf. Give us purpose. We stand ready. Oh, wir führen noch leicht. So. Nova drauf. Das war eigentlich irre. Wir schicken unsere Truppen drauf, aber hauen die Nova-Kanone nur ebenfalls noch drauf. Ey, die haben ja auch Leute rübergesteckt, das ist ja frech. Enemy Station has taken severe damage. Perfekt. So. Achso. Jetzt ist er erst in die Luft gesprungen. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Ihr könnt ja, wenn ihr lustig seid, euch noch um die kümmern. Engaging target. Aber es müsste eh gleich zu Ende sein, die Schlacht. Und wir haben ganz klar gewonnen. Your orders? Spul mal vor. Ja, das war's. Ganz klarer Sieg fürs Imperium. Für den Imperator. Es lebe der Gottkaiser. Ich weiß nicht, wenn da eine Station ist, ich weiß nicht, wie die KI kämpft, wenn da eine große Station ist. Die werden wahrscheinlich einfach drauf, da kommen die anderen noch und dann kriegt man bestimmt große Verluste. Das spielen wir doch lieber selber. So, jetzt haben wir auch echt hier nur noch die Orks und hier die Necrons und dann die Necrons. Die werden auch nochmal schwer werden. Gerade hat man noch was auf. Nö, ne? Oh doch, hier könnte man was machen. Aber hier warten wir noch auf Verstärkung, die quasi hier noch ist, ne? Ist hier nicht noch einer? Genau, komm mal runter, mein Freund. So, hier bin ich immer mutig, hier sagen wir mal noch mal Autoschlacht. Da, Nova Escort ist entkommen, aufgestiegen, ja. Wir haben einen Lauf. Müsste man eigentlich nur hoffen, dass einer von denen woanders hinspringt, dass hier nur eine Einheit ist, dann kann man die auch easy peasy killen. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Gut. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Unterstützt das Imperium zur Not auch mit ein Abo. Es ist nie verkehrt. Der Imperator wird es euch danken. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.